Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, letzter Teil, Übergang Venus vom Wassermann in die Fische, 25.02.2021, sehr, sehr spannende Zeit. Wir hatten den Geburtsregenten, den Herrscher von 1 im 9. Haus, was uns natürlich die starke Abhängigkeit Deutschlands vom fernen Ausland beschreibt und einen Auflösungsprozess, wie wir auch an Neptun im 9. Haus und Spitze Sonne in den Fischen ja, im 9. Haus erkennen können. Gleichzeitig wird aber das 9. Haus auch regiert von Jupiter und wir hatten ja als Quersumme die 5 des heutigen Tages. Also auch hier sehr starke Parallelen zwischen Zahlen und Horoskop. Wir haben den Mond im 1. Haus als eingeschlossenen Herrscher des 12. Hauses. Also das heißt, hier läuft die altbekannte Betrugsshow ja, rund um die Uhr. Das Programm läuft schon seit vielen Jahrzehnten. Und wir haben hier eine Opposition von Mond zum Merkur. Und Mond-Merkur-Opposition bedeutet natürlich immer Nervosität, emotionale Erregbarkeit. Und wer ist der Merkur? Merkur ist der Herrscher des 3. Hauses, aber auch des 12. Hauses. Das heißt, Wirtschaft und Industrie befinden sich hier einerseits wegen der Opposition zum Mond als eingeschlossenen Herrscher des 12. Hauses in einem großen Betrugsprozess drinnen. Also hier läuft eine Verschwörung gegen die Wirtschaft, gegen die Industrie, aber doppelt gemoppelt, Spitze 12. Haus ist ebenfalls von Merkur regiert. Ganz knapp. Spitze 12. Haus 29,55 in den Zwillingen. Das bedeutet, dass sich die Industrie, Wirtschaft, ja, Kleingewerbe, Betriebe, Arbeitsplätze, alles in großem Maßstab auflöst. Und es wird, weil es jetzt im 7. Haus befindlich ist, alles offensichtlich. Und was ist daran schuld, was die Industrie und die Wirtschaft zerstört hat? Naja, hier haben wir Jupiter und Saturn wie die zwei Schraubstockbacken, die den Merkur in der Mitte, also die Wirtschaft, zerquetschen. Und wir haben ja schon festgestellt, Jupiter ist der Herrscher des 6. Hauses und Saturn ist ebenfalls der eingeschlossene Herrscher des 6. Hauses. Also die Themen lauten hier, ich würde mal sagen, in erster Linie die Gesundheitsmaßnahmen. Weil für die Wirtschaft ist eben vordergründig die gesetzlichen Bestimmungen. Und die Wirtschaftstreibenden dürfen ihren Gewerbe, ihren Berufen nicht mehr nachgehen. Das heißt, wir haben große, große dunkle Wolken am Horizont aufziehen. Und weil wir ja 1 und 1 zusammenzählen können, während hier in den USA Zehntausende oder vielleicht Hunderttausende Rinder, ich weiß es nicht, ja, ich sage einmal Zehntausende, ja, Rinder sterben, werden natürlich ja, die Fleischpreise gewaltig steigen. Hier steht auch, der Getreidehandel wird unterbrochen. Zeitweise sind Millionen Menschen und auch Farmer ohne Strom. In einigen Regionen kommt es zu Hamsterkäufen. Ja, ich weiß, da ist dieses blöde Spiel. Warum Hamster? Können es auch Meerschweinchen sein? Aber es ist nicht ganz so lustig, wie man vielleicht glauben mag. Ich zeige es noch einmal her. Das ist Hirse. Ja? Das gebe ich immer so Schraubgläschen hinein. Hirse ist relativ günstig, hält ganz gut und gibt auch sehr aus, ja, ist auch sehr, 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 sehr gesund, mono zu essen. Schamanismus empfiehlt zum Beispiel, sich nur mono zu ernähren, also immer nur eine Nahrungsmittelsorte zur selben Zeit, also entweder nur Fleisch oder nur den Kartoffelsalat oder eben in dem Fall nur Hirse. Ich bitte euch, bereitet euch vor. Ich weiß, was auf uns zukommt, ja, und deswegen kann ich euch immer nur um eines bitten. Wir können das alles abmildern, und zwar in erster Linie für dich. Ja? Wenn du jeden Tag, wie heute bitte wieder, um 19.50 Uhr liebevolle, positive Gedanken, Licht, die Schutzkuppel ja, über Deutschland, über deine Stadt, über deine Ortschaft, aber ganz besonders über dein Haus, wo du wohnst. Ja? Du bist die erste Person, die von deinen positiven Gedanken profitieren wird. Ist doch logisch. Es ist für dich.
Natürlich ist es sehr anständig und edel, und das ist ja auch die Venus in den Fischen, edel, anständig, liebevoll, aufopfernd, hingabebereit, eine großartige, eine künstlerische, eine immens intuitive Besetzung, also großartig, ja. Aber denke natürlich, ja, in erster Linie an dich. Es ist leider so. Wenn du überlebst, wenn du Vorräte angelegt hast, dann kannst du auch deine Freunde und deine Familie sozusagen gut über die Runden bringen. Ich erinnere noch einmal daran, was wir brauchen, sind Gruppenbildungen, weil zusammen sind wir stark. Ihr kennt doch dieses Beispiel, wo wird er geheißen, Temujin, also Genghis Khan, oder war das der Vater von Temujin, ich weiß nicht mehr, ja, wie der ihn und seinen Brüdern gezeigt hat, mit dem einen Pfeil, er hat jeden einen Pfeil in die Hand gedrückt und den konnte auch ein Kind brechen. Und dann hat er ihnen, glaube ich, 4 oder 5 Pfeile in die Hand gegeben und hat ihnen gesagt, und jetzt versucht es zu brechen. Das geht nicht mehr. Ja. Genauso ist es auch bei uns. Wenn wir Gemeinschaften haben, kleine Gruppen, das genügt schon, 4, 5 Leute, ja. Aber wenn die zum Beispiel, sagen wir es mal so, wehrbereit sind oder verteidigungsbereit sind, was soll passieren? Gar nichts, ja. Und um das geht es. Alleine schaut es natürlich ein bisschen schwierig aus. Deswegen, Vorbereitungen sind auch ganz wichtig auf sozialer Ebene. Und ich würde sagen, Fische, Venus ist sicherlich eine sehr, sehr kooperative Position. Also in diesen Zeiten können wir wirklich etwas bewirken. Der Herrscher von 8, Untergang, Vernichtung, Tod, ist zum Glück im 10. Haus, aber das 8. Haus steht natürlich auch immer für Machtausübung. Und dass die Bundesregierung im Moment eine Art Kulminationsposition der Macht hat, und zwar für einen Monat. Ja, das gilt jetzt für einen Monat, dieses Horoskop, erkennen wir aus dem Trigon von Pluto zur Bundesregierung. Also das heißt, der Terror der Gesundheitsmaßnahmen, es tut mir leid, es steht hier drinnen, ja, sehe ich hier noch über einen Monat, also bis zum 21.03. gilt dieses Horoskop, aufrecht. Also bereitet euch vor und visualisiert bitte heute wieder um 19.50 Uhr, weil gemeinsam sind wir stark. Okay, alles Liebe, euer Astrowolf, einen wunderschönen Mittwoch. Ende.